Hallo zusammen, heute am zweiten Weihnachtsfeiertag möchte ich euch hier heute das zweite Weihnachtsbier vorstellen. Wie ich schon angekündigt habe, geht es hier jetzt um ein französisches Produkt, vermutlich aus einer Elsässer Brauerei. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Also ich habe es im Elsass gekauft, es ist ein Bier der Marke L'Alsacienne. Allerdings ist dieses L'Alsacienne ein, ja, so wie ich das rauslese, so eine Geschenkemarke, so eine Touristenmarke quasi. Ähnlich wie jetzt zum Beispiel, wir hatten mal vor einigen Jahren dieses kleine Brauhaus für dich. Also das sind dann Produkte, die für so Verläge produziert werden. Und es steht leider nicht drauf, welche Brauerei das jetzt tatsächlich macht. Da steht jetzt wirklich nur die Adresse von diesem Alsacienne EURL. Das ist wohl dieser Shop. Gibt es eine Internetseite, Alsacienne Sans Culotte. Vielleicht findet man da mehr. Also wenn irgendjemand was rausfindet, dann gerne in die Kommentare damit. Ich würde mich interessieren und vielleicht der eine oder andere auch. Wir verkosten das jetzt einfach mal, ohne ganz klar zu wissen, welche Brauerei es ist. Es ist ein typisches französisches Weihnachtsbier. Warum sage ich typisch? Es liegt an den Zutaten. Wir haben neben Wasser, Gerstenmalz, und natürlich Hopfen, haben wir auch einen Teil Weizen mit drin. Kein Weizenmalz, nur Weizen steht drauf. Glukosesirup, Honig, Bitterorangenschale und Koriander und Hefe. Steht auch noch drauf, also nicht filtriert. Ja, also gerade diese Orangen-Koriander-Geschichten sind ja im Französischen recht gern benutzt. Siehe Witbier, das ist natürlich belgisch, aber das französische Pendant dazu, das Blanche, sorry für mein Französisch, ist im Prinzip ja so gesehen dasselbe. Und auch in den Weihnachtsbieren sind dann sehr gern entsprechende Gewürze, weihnachtliche Gewürze drin verarbeitet und so eben auch sehr häufig gerade dieses Koriander- und Orangenschalen-Thema. Dann noch zusätzlich ein dunkles Bier, vermutlich, so wie es in der Flasche aussieht, denke ich ja. Und dann halt noch der Honig dazu, also das sind dann schon weihnachtliche Eindrücke. Glukosesirup, das ist jetzt die Frage. Also nicht, dass ich da jetzt was verwechsel. Glukosesirup ist nicht Inertzuckersirup. Also das ist nicht dafür da, um das Bier hier zu färben. Die dunkle Farbe sollte vom Röstmalz kommen oder wenigstens von dem Röstmalzextrakt. Der Glukosesirup ist einfach nur, naja, ich sag mal, Malzersatz, günstiger Angärzucker. Also um einen höheren Alkoholgehalt zu generieren. Das Bier hier hat ganze 8,5 Volumenprozent. Das einfach nur durch eine Malzschüttung zu erreichen, das ist schon heftig. Da sind wir schon, ich würde sagen, jenseits der Doppelbock-Grenze, was die Stammwürze angeht. Und das kann man dann hier natürlich mit Glukosesirup ein bisschen, ich will nicht sagen strecken, aber natürlich ein bisschen forcieren, ein bisschen auf die Spitze treiben. Jo, ansonsten, ja, Weizen, interessant. Normalerweise, wenn man an Rohfrucht denkt, dann eher Gerste. Vielleicht ist es auch Weizenmalz. Ich habe schon öfter gesehen, dass Weizen draufsteht, obwohl es vielleicht sogar Weizenmalz ist. Sprich, Weizen, vor allem Weizenmalz, hat natürlich nochmal eine ganz eigene Textur, nochmal einen eigenen, bringt auch nochmal einen eigenen Geschmack rein und so weiter. Ob das jetzt sinnvoll ist, Weizen als Rohfrucht in Bezug auf Adjuncts zu benutzen, ich glaube nicht. Also ich glaube, das hat da schon einen anderen Hintergrund. Schauen wir uns kurz die Flasche an. Also diese Flaschenform, die ist recht üblich für die Länder ohne Flaschenpfand. Also die habe ich sowohl in Frankreich als auch in der Schweiz schon recht häufig gesehen. Ich glaube sogar in Österreich. Also ich weiß nicht, ob die jetzt einen konkreten Namen hat, aber genau diese Flaschenform gibt es da ziemlich oft. Wie gesagt, es ist so ein Bier für so einen Geschenkeshop und irgendwie so sieht das Etikett auch aus. Es sieht aus wie ein Sticker. Das ist so ein sehr extremes Hochglanzetikett aus Kunststoff. Das ist auch nicht aus Papier. Das ist irgendwie so ein Plastik. Und vorne drauf sehen wir diese Weihnachtsmann
Karikatur. Der Weihnachtsmann, der sieht aus, als hätte richtig viel Bock. Also, der hat richtig Bock. Also, der hat wahrscheinlich das ein oder andere von den Bieren vorher schon getrunken. Sein Rentier, glaube ich, auch. Die Zunge hängt raus, Augen hängen alle auf 7:30. Also, wenn ich danach auch so rausgehe, wenn ich das Bier getrunken habe, dann passt schon alles. Bier du Gambrinus. Gambrinus, also Bier des Gambrinus oder vom Gambrinus oder für den Gambrinus. So heißt der sagenumwobene Bierbrauerkönig, der Erfinder des Bieres. Hier übrigens, guck mal hier, da ist sogar eine Unterschrift von dem Karikaturisten. Kann ich das irgendwie, für die, die es interessiert? Ich kann es nicht genau entziffern. Vielleicht kannst du eine sehen, wie der gute Mann heißt oder die Frau, die das gezeichnet hat. Ich kann es nicht erkennen. Arpentier, komm, also vielleicht kannst du einen oder andere sehen. Dann möchte ich noch hier einen Blick auf das Logo von L'Alsacienne werfen. Das ist auf ein paar anderen Produkten in größer drauf gewesen. Es gab auch ein Bier, bei dem das ganze Etikett geprägt von dieser hübschen Frau war, die hier sich quasi halb entblößt. Man kann es jetzt nur sehr verpixelt erahnen, aber tatsächlich, ja, das ist wohl irgendwie das offizielle Logo von dieser Marke. Und das, ja, vielleicht kann ich das nächste Mal das Bier verkosten. Und dann seht ihr die in ihrer ganzen Pracht. An dieser Stelle ein kleiner Einwurf aus dem Off. Ich stelle jetzt erst fest, dass hier auf dem Etikett vorne drauf dieses Sternbild, also ich habe es schon vorhin auch gesehen, dass es da so ein Sternbild gibt, das irgendeine Frau mit Bierglas in der Hand darstellen soll. Aber dass das ja nochmal komplett diese Alte ist, die ihren Rock lüftet, mit Arsch. Also das sehe ich ja tatsächlich jetzt erst in der Nachbearbeitung. Das ist mir vorhin nur, also irgendwie habe ich die nur bis zur Hälfte gesehen. Und dass da unten der hochgezogene, also dass da alles, also dass da blinkt wie die Sterne, das habe ich erst, bemerke ich erst jetzt. Spannend. Der Kronkorken übrigens ist in so einem schlichten Mitternachtsblau lackiert, ohne Bild, ohne irgendwas. Sieht aber auch ziemlich weihnachtlich aus. So, also ihr habt schon gesehen, Bier du Gambrinus steht drauf. Gambrinus selbstverständlich der, ja, sagenumwobene Bierbrauerkönig, der als Erfinder des Biers gilt oder galt. Ja, so die Historie. Machen wir's auf! Hui, das ist aber arg dunkel. Damit habe ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet. Dass es dunkel ist, ja, aber so extrem? Ich mache es jetzt auch ganz ins Glas rein. Ich erkläre es immer wieder gerne für die, die es nicht ganz verstehen. Es ist ein unfiltriertes Bier. Natürlich kann man da jetzt einen kleinen Schluck reinmachen und ich kann es schwenken und riechen und verkosten und so weiter und so fort. Aber das Problem ist, dass das, was oben im Flaschenhals liegt, eben einen anderen Eindruck hat, als wie das, was unten auf dem Boden liegt und das, was in der Mitte liegt. Also deswegen habe ich das dann gern ganz im Glas, auch wenn es hier so ein Verkostungskelch ist, der ja dafür nicht ausgelegt ist, wie auch immer. Spart's euch. Ich habe jetzt kein Gegenlicht hier aktuell. Ich muss mir mal angewöhnen, eine kleine Taschenlampe zu so Verkostung mitzunehmen. Das ist ein bisschen schade jetzt, weil ich wirklich, also es ist für mich jetzt aktuell blickdicht. Ich kann da nicht durchgucken. Ich würde jetzt wirklich gerne mit einer kleinen Taschenlampe durchleuchten und gucken, ob man da irgendwas sieht. Wie gesagt, habe ich jetzt nicht, aber für mich pechschwarz, blickdicht. Wow, also damit habe ich nicht gerechnet. Der Schaum ist so leicht beige, misch bis grobporig und ja, scheint auch recht flüssig zu sein, obwohl er sich eigentlich ganz gut hält. Kann man jetzt erstmal so gar nichts dagegen sagen. Rein optisch erinnert er mich tatsächlich eher an so eine Kaffeecrema oder so. Also recht dünn und auch von der Farbe her. Ja, also wie gesagt, von der Textur, von der Struktur
eher grob und zu langsam nimmt er aber auch ab. Ist aber immer noch ein Bierschaum. Der ist jetzt nicht so, dass er sich komplett in Wohlgefallen auflöst. Also das ist schon mal okay. Und wenn ich da jetzt so hingucke, dann sehe ich am Glasrand auch wirklich richtig kräftig Kohlensäure aufsteigen. Und auch wirklich nur am Glasrand, weil wie gesagt, ins Bier reingucken kann ich nicht. Also interessant. Wie gesagt, Hefe ist in der Flasche, dass da vielleicht auch eine gewisse Nachgärung dann existiert oder überhaupt eine Flaschengärung vielleicht sogar Thema war, was ich mir bei so einer Art Bier fast nicht vorstellen könnte, weil es ja für so einen Touristenshop, denke ich mal, gedacht ist. Und da steht es dann auch natürlich jetzt nicht unter bierlieben Verhältnissen im Regal. Wird wahrscheinlich auch von den Leuten nicht so behandelt, aber das sieht fast schon nach Flaschengärung aus. Boah, geruchlich, muss ich sagen, kann man weihnachtlich auf jeden Fall, kann man weihnachtliche Assoziationen kriegen. Schwere schokoladige Noten, Bitterschokolade, bisschen Lakritz vielleicht sogar. Eine gewisse gewürzige Note, ohne dass ich da jetzt grob was einschätzen könnte. Also auch den Koriander merke ich da jetzt nicht zwingend. Obwohl ich hintergründig schon so eine gewisse Zitrus-Orangen-Note könnte man da schon rauserkennen. Ja, doch. Also die Orangenschale möglicherweise so dezent. Ja, ich denke da jetzt vielleicht rede ich es mir jetzt aber auch ein, so ein bisschen eine Rosine, so dieses Trockenobstige auch, was man in so dunklen Starkbieren eben auch oft hat. Eine leicht holzige Note. Auch vielleicht dezente Kaffeenoten, aber wie gesagt, es ist eigentlich eher in so einer kakaoigen, bitterschokoladigen Richtung. Ja, doch, so eine kräftige Gewürzschokolade. Also das macht auf jeden Fall Lust zu trinken. Wenn ich das jetzt so hier so rieche, dann würde ich fast damit rechnen, dass ich jetzt hier einen Porter im Glas hätte. Würde ich jetzt so, wenn ich mir das jetzt blind verkoste, würde ich jetzt denken, aha, ein Porter. Probieren wir mal. Ich bin sehr gespannt. Also das ist so eine Art von Bier, auf die ich ja richtig, richtig krass stehe. Ich bin echt gespannt, ob mich das abholt. Ich bin eigentlich mit einer recht niedrigen Erwartung rangegangen, weil es wie gesagt so ein Fanshop-Bier ist, wo ich gedacht habe, das kann eigentlich nichts Großartiges sein. Aber bisher, meine Erwartungen sind gestiegen. Das hat einen breiteren Körper, als man es vermuten würde. Allein durch diese Glukosesache und so ist es ja eigentlich ein Thema, normalerweise, dass man hochvergorene Biere produziert, die ziemlich trocken sind und trotzdem einen hohen Alkoholgehalt erreichen können. Das ist in dem Fall schon auch so. Den Alkohol von 8% merkst du geschmacklich eigentlich nicht. Den merkst du erst nach dem Runterschlucken, dass es so ein bisschen einen wärmenden Effekt hat. Aber es ist trotzdem noch auf so einer halbtrockenen Seite. Es hat einen richtig kräftigen Körper durch diese dunklen Malze. Und vor allem, ihr habt es jetzt gerade schon wahrgenommen, brutal viel Kohlensäure. Das ist extrem. Also ich sage, da ist eine Nachgärung oder zumindest eine Flaschengärung auf jeden Fall Programm. Extrem, extrem kräftig. Und das macht das Bier aber natürlich auch zu einem, ja, eigentlich einem guten Geschenk, das man auch mal vergessen kann. Also das könnte man wirklich ein paar Jahre in den Bierkeller stellen und das würde wahrscheinlich an Qualität nicht verlieren.
vielleicht noch eher ein paar interessante Aromen bilden. Also so viel Alkohol, kräftig dunkel, aromatisch, schmalzig und dann noch viel Kohlensäure. Also dass da irgendwas drin passiert, was dem Bier irgendwie abträglich sein könnte, auf keinen Fall. Also braucht man keine Angst haben. Schreiben Sie dann auf ein Haltbarkeitsdatum drauf. Ja gut, die geben dem nicht mal ein ganzes Jahr Haltbarkeit. Also da hätte man jetzt auch 5 Jahre Haltbarkeit draufschreiben können. Also wenn da jetzt 2028 draufstehen würde, auch kein Stress. Also ich habe jetzt gerade erst wieder auf dem Ambrosius-Bier vom Albersbacher Klosterbräu, das es mal als Geburtstagsgeschenk für die Clubmitglieder gab, das habe ich jetzt erst festgestellt, dass da tatsächlich drauf stand, oder das musste ich vielleicht, habe ich damals wohl schon festgestellt, aber ich habe mir das auch zurückgestellt, weil auf dem Etikett drauf stand, haltbar bis 2025 und das habe ich bekommen 2020, also ich glaube, die haben auf jeden Fall 5 Jahre Haltbarkeit drauf geschrieben. Und das ist natürlich toll, wenn die einen auch dazu animieren, das Bier mal aufzuheben. Also gerade bei so einem dunklen Starkbier ist es wirklich nicht so, dass es nur haltbar ist bis dahin, sondern ich würde sogar jedem empfehlen, so ein Bier auch mal wirklich aktiv zu vergessen. Am besten natürlich ein Bier, das man vielleicht irgendwann auch mal wieder herkriegen würde. Sprich vielleicht, wenn eine Brauerei jährlich ein Weihnachtsbier produziert, dass man das dann auch nach 5 Jahren dann auch mal frisch kaufen kann und dann mit einem 5 Jahre alten Bier vergleichen kann, beispielsweise. Ja, also da sind gerade so Bockbiere, auch ein Weizenbock oder so, wirklich prädestiniert dafür. Und dann mal vergleichen, was es da für Unterschiede gegeben hat im Laufe der Zeit. Aber zurück zu dem Bier. Ist ja ein bisschen abgeschweift. Also extrem spritzig. Es bekommt dem Bier eigentlich, bräuchte es aber nicht unbedingt. Wie gesagt, ich dachte zuerst eigentlich erwartet mich ein Stout. Aber ein Stout hat jetzt eigentlich so eine Kohlensäurebombe normalerweise nicht. Es ist jetzt auch kein Stout so an sich. Also da ist schon noch ein bisschen mehr drin. Es wirkt ein bisschen leichter, es wirkt irgendwie ein bisschen spritziger, frischer, nicht nur durch die Kohlensäure, sondern auch so. Es hat so ein bisschen einen erfrischenden, leichten Eindruck. Vielleicht dadurch, dass es trocken hoch vergoren ist, vielleicht dadurch, dass da auch diese Gewürze drin sind, diese Orange, dieser Koriander, obwohl ich die jetzt nicht so direkt zuordnen kann. Ja, jetzt, wenn das Glas ein bisschen leerer ist, könnte ich vielleicht die Koriandernote fast wahrnehmen. Aber vor allem, ich denke jetzt gerade auch an den Honig, der drin ist. Und ja, das würde ich sagen, das kann ich eher reinverorten. So eine leichte Honignote. Auf jeden Fall, das ist drin. Also wie gesagt, Koriander, Orange muss ich ein bisschen suchen, sehe ich nicht wirklich. Aber hintergründig so ein bisschen Honig, der da mitschwingt, doch, doch. Angenehm, fantastisch, gutes Bier. Dynamischer, als man denken mag. Durch diese Spritzigkeit und... also das geht besser weg, das ist süffiger, als man jetzt erwartet. Da jetzt sich so richtig lang dran aufzuheben, sehe ich jetzt nicht mal. Es hat tolle Noten, die eine extreme Röstaromatik ist nicht drin. Kaffee fehlt eigentlich, das ist eher dunkle Schokolade, ein bisschen fruchtig, ein bisschen diese Trockenobst-Töne, auch diese leichte Süßholznote würde ich auch geschmacklich wieder wahrnehmen wollen. Und auch der Honig-Aspekt ist auch im Geschmack da. Bitter ist es nicht. Wie gesagt, röstaromatisch eigentlich auch nicht. Es ist eher trocken, ja, hinten raus, obwohl es im Körper trotzdem noch voll und malzig und ich sage eben, also diese eben genannten Aromen, die sind ja trotzdem noch voll da. Und das Ganze wird ein richtig süffiges Erlebnis.
dass man bestimmt auch gut zu einem richtig festlichen Weihnachtsessen, also das zu so einem Wildschweinbraten oder sowas, oh, das würde ich mir richtig, richtig gut vorstellen können. Und ich denke, da gibt es auch Food-Pairing-technisch gibt es da ganz viel Potenzial drin. Also ich glaube, da könnte man mit Käse, mit Schokolade, mit verschiedenen Gerichten könnte man da sehr viel gut kombinieren. Dadurch, dass es dann auch noch so einen Spritz hat, ist es ein sehr guter Begleiter auch zum Durstlöschen nebenher und hat trotzdem noch Charakter. Ist bestimmt nicht so extrem, dass es das Essen oder die Gerichte oder sonst wie komplett überwalzen, übertönen würde. Gleichzeitig ist es auch ein Bier, das gut mit kräftigen Sachen klarkommen würde. Da würde ich gern mit experimentieren. Da hätte ich jetzt gerne einige Flaschen noch da, mit denen man da was in der Richtung machen könnte. Wenn ich in Zukunft mal so ein paar Verkostungen mache, wo sowas vielleicht mit rein kann, da muss ich daran denken, dass ich, ja gut, aber wann begebe ich mich schon ins Elsass? Aber das ist auf jeden Fall mal ein Punkt. Dafür wird es sich echt lohnen, nochmal um die Weihnachtszeit dahin zu gehen und dann aber mal ordentlich einzukaufen. Und wie gesagt, das wird ja auch nicht schlecht. Da kaufst du dir 20, 25 Flaschen und stellst sie dir in den Keller, da hast du die nächsten 10 Jahre was davon, wenn es drauf ankommt. Also überhaupt kein Thema. Wow. Ich sehe jetzt nicht, dass das jetzt was super... Also ich sehe da jetzt kein super krasses Alleinstellungsmerkmal. Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sowas in der Richtung nicht irgendwo anders auch nochmal sehen würde. Dass ich jetzt sage, oh, die Brauerei, die hat das Bier so extrem gut drauf, das kriegt sonst keiner hin. Also so in die Richtung, da findet man schon das ein oder andere. Aber es ist ja nun mal so, dass das jetzt halt einfach mal nicht das ein oder andere ist, sondern es ist jetzt halt nur mal dieses L'Alsacienne. Und mich würde interessieren, welche Brauerei das ist, wer da dahinter steckt. Schwierig. Ich glaube, die meisten Weihnachtsbiere im französischen Raum gehen in diese Richtung. Also da jetzt konkret einen rauszufinden, bei dem müssen wir im Direktvergleich rausfinden, dann konkret den zu finden, der so schmeckt, ob man das hinkriegt. Da müsste man vermutlich, ja, vielleicht muss man da gar nicht so weit gehen. Im Elsass, wer ist da? Kronenburg selbstverständlich, ehemals aus Straßburg, sitzt inzwischen in Aubernais und tatsächlich in Aubernais habe ich das Bier auch gekauft. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr groß, dass es die Kronenburg-Brauerei produziert, obwohl ich das fast mir nicht denken kann, weil Kronenburg ist für mich eher so eine, also Kronenburg ist für mich das, was alle Craft-Bier-Liebhaber in Deutschland zu so Großbrauereien auf dem deutschen Markt sagen. Das ist für mich eigentlich eher diese Massenbierblöre. Also mit Kronenburg wurde ich bislang noch nicht warm, aber vielleicht können die ja auch anders, also ich weiß ja nicht. Hätte mir die Brauerei gerne angeguckt, leider lassen die keinen rein. Finde ich auch ein bisschen suspekt sowas, aber gut. Ich kriege da jetzt beim Trinken direkt so weihnachtliche Anflüge. Ich denke da jetzt direkt irgendwie an Mandel, an Nuss oder sonst was, aber... Das ist da nicht drin, das assoziiere ich mir jetzt gerade selber rein. Was mir jetzt auffällt, ist der trockene Charakter. Am Anfang hat es getrügt durch dieses extreme Aromenspiel, durch diese Geschmacksexplosion, habe ich da eine Vollmundigkeit rein interpretiert, die nicht da ist. Auch durch den Alkohol natürlich, der ja auch als Geschmacksträger und so dient. Wenn man das jetzt mal so im Glas anguckt, wenn man das so die Glaswand runterlaufen lässt, dann sieht man auch, wie ölig und schwer das da runterläuft, wie alkoholisch das eigentlich ist. Und das hat dann so einen vollmundigen Eindruck gemacht, obwohl es eigentlich ein sehr, naja, fast furztrockenes Bier ist. Das kommt mir jetzt bei zunehmendem Trinken tatsächlich immer mehr durch. Jetzt gegen Ende von dem Glas, das ist fast, als hätte man da so, beim Wein würde man sagen, so tanninig oder Gerbstoffe oder so, dass das deine Speichelproduktion so richtig trocken legt. Ja. Das ist hier auch der Fall, ist mir aber am Anfang gar nicht so rübergekommen, weil es einfach so kräftig und geschmacksintensiv ist. Super Bier, super gutes Bier. Also ich möchte dem Bier für das, was es ist, also das mit der Kohlensäure ist schon extrem, aber ich glaube wirklich, das liegt an einer gewissen Flaschengärung, die da passiert ist.
8,5%. Ich wüsste jetzt nicht, was mich da jetzt konkret stört. Das ist für mich so ein richtiger, ja, Faust auf Auge. Das trifft einfach voll meinen Geschmack. Ich liebe solche Biere. Ich liebe auch schwerere, weniger sprudelige Stouts oder sonst was. Liebe ich auch. Aber das ist sowas, also das ist für mich, oh, das ist für mich Handwerk. Und auch wenn das jetzt natürlich nicht nach dem deutschen Reinheitsgebot ist, ob man das jetzt wirklich braucht, diese Koriander-Orange-Geschichte und sonst was, weiß ich nicht. Weil, wie gesagt, so arg rausmerken tue ich es nicht. Vermutlich spielen die da schon mit rein. Die haben schon ihren Grund, dass sie drin sind. Das will ich dem ganzen Ding nicht absprechen. Ich bin ja jetzt nicht grundsätzlich Reinheitsgebot kritisch aus Prinzip. Ja? Also reinheitsgebotskritisch bin ich ja nicht. Also das Gegenteil davon. Reinheitsgebot Verfechter aus Prinzip, sondern ich sehe halt, was auf dem Craftbeer-Markt teilweise getrieben wird. Und da wird teilweise ein Bier nur noch als gut empfunden, wenn es eben ja, halt nicht mehr nach Bier schmeckt oder nicht mehr nach Bier riecht. Und das finde ich einfach traurig. Ja? Also wenn ich was haben will, was halt keinerlei Biercharakter mehr hat, dann mache ich eben ein Biermischgetränk oder einen Cocktail oder irgendwas anderes. Ja? Wenn ich einen Apfelsaft will, der mich besoffen macht, dann nehme ich einen Apfelsaft und mache Korn rein oder einen Wodka, dann ist es halt so. Ja? Wenn ich ein Bier trinken will, das nach Apfel schmeckt, dann ist es okay, wenn da so eine Nuance drin ist. Die kriegt man aber auch durch Gärung, durch Hefen und so rein. Bestimmt auch durch gewisse Aromahopfen. Da brauche ich jetzt nicht zwingend einen Apfel mit reinschneiden, nur mal so als Beispiel. Ja? Und selbst wenn ich das machen würde, dann fände ich wichtig, dass am Ende das Ding immer noch ein Bier ist und alles andere hintergründig als Gewürz, als, ja, als eben Zugabe mit drin ist. Und so verhält sich das hier jetzt mit diesen Gewürzen, die da drin sind, die sich ja im Grenzen halten. Also in jedem Witbier ist eben Koriander und Orange drin und das Orangenschale. Und das ist in dem Fall jetzt eben auch der Fall. Und das finde ich auch jetzt vollkommen okay. Ich glaube, wie gesagt, was anderes war jetzt gar nicht drin. Es ist eigentlich da noch üblich, dass in so Weihnachtsbieren oft auch noch ein paar andere Gewürze drin sind. Also da ist jetzt auch so eine Nelke oder Zimt gar nicht mal unüblich. Ja. Und das könnte ich mir jetzt auch vorstellen. Also das ist jetzt nicht so, dass mich das jetzt komplett ja, anwidert. Oder mich komplett, also so ist es nicht. Ich lasse mich da voll drauf ein. Und ich kann auch so ein Bier, das abseits des Reinheitsgebots gebraut wurde, wo man sowas Ähnliches auch im Reinheitsgebot hinkriegt, klar, so trocken wird es nicht, so viel Alkoholgehalt kriegst du nicht mit so einer, mit so einem Mundgefühl, das wird nicht funktionieren, dafür sind halt deutsche Biere, die haben halt was anderes dann, mein Gott, damit muss man dann vielleicht auch ein Stück weit leben, dass wir eben dieses Reinheitsgebot haben, und wenn ich denn das haben will, was ich jetzt hier eben habe, dann muss ich mir das halt im Ausland kaufen, ist doch auch okay, wen stört's denn, wo ist denn das Problem daran, dass ich mich als deutscher Bierbrauer an unsere Vorgaben halten muss und die im Ausland eben sowas produzieren können, solange es gut gemacht ist, schön und gut, dafür haben die eben das Potenzial, irgendwas eben ja, nicht gut zu machen, beziehungsweise Scharlatanie zu treiben und irgendwelche, ja, weiß nicht was für Biere zu produzieren. Und das gibt es halt in Deutschland nicht. Ja. Man muss auch das Positive immer dran sehen, beziehungsweise beide Seiten einfach dran sehen, je nachdem, auf welcher Seite man jetzt steht. Und das ist für mich jetzt wieder ein ganz klares, positives Beispiel, dass ich, es riecht einfach gut, dass ich verfechten möchte, vor dem ich Fan bin und bei dem ich bis 9,5 Punkte vergeben will. 10 Punkte ist bei mir immer ein bisschen, ich weiß nicht, bei 10 Punkten, ich tue mich schwer. Ich glaube, bei 10 Punkten, 10 Punkte kriegt bei mir nur ein Bier, das sowieso 9,5 Punkte kriegt und dann noch einen Sympathiebonus drauf hat. Also 10 Punkte, das kann bei mir nur ein Bier verdienen, das auch mich irgendwie im Herzen berührt und nicht nur auf geschmacklich, geistig-körperlicher Ebene, sondern das muss mich auch ganz tief drin in der Seele, muss es mir einen Anreiz geben, dass ich ihm 10 Punkte gebe. Deswegen tue ich mich da immer ein bisschen schwer, 10 Punkte zu vergeben. Aber mit 9 bis 9,5 Punkten sind wir bei dem Bier hier top. Ich habe es jetzt leer gemacht, 8,7%. Ich spüre es auch schon. Also das ist schon anders knackig. Aber genial. Es ist weg und ich vermisse es. Ich vermisse es direkt schon. Ich möchte davon jetzt mehr. Leider habe ich nicht mehr. Deswegen ja,
versuche ich mich jetzt so lange wie es geht an das Bier zu erinnern und freue mich aufs nächste Jahr. Und ich werde alle Hebel in Bewegung setzen, mir das mal wieder zu organisieren. Beziehungsweise ein Kumpel von mir, Kevin, falls du dieses Video anguckst, Grüße gehen raus und der Auftrag steht. Der begibt sich nämlich aus Langeweile ziemlich häufig in die Gegend. Guck schon mal danach, gell, und bringst mir eine Wagenladung mit. Ich zahl's dir, ne? Also, hau da rein, Freunde. Morgen gibt's noch ein letztes Weihnachtsbier für dieses Jahr 2023. Und dann war's das vermutlich mit Bierverkostungen für dieses Jahr. Also, ich werde jetzt in dieser Woche keine mehr hochladen. Es kommt noch diese Adventskalender-Resonanz und ja, vermutlich einen Jahresrückblick, wenn ich da Lust drauf habe. Aber ich glaube, ich habe Lust drauf. Und ich hätte tatsächlich auch mal Lust, so einen kleinen Silvester-Stream zu machen. Aber dafür fehlen mir noch die Leute. Also ich will nicht streamen und am Ende gucken mir drei Leute zu. Das möchte ich nicht. Aber eines Tages, wenn ich mal vielleicht wirklich garantieren kann, dass ich so meine 10 bis 30 Zuschauer vielleicht an Silvester dazu bringen kann. Man muss ja nicht auf 0 Uhr hin, aber vielleicht am Silvesterabend so einen gemeinsamen Stream zu machen. Da hätte ich irgendwie große Lust mal drauf, dass man da vielleicht mal gemeinsam ein paar Biere trinkt und ein bisschen quatscht. Vielleicht eines Tages, vielleicht schaffen wir das mal. An diesem Tag möchte ich mich jetzt hier mit von euch verabschieden. Schaut morgen wieder vorbei und mal gucken, was es da gibt. Noch ein Weihnachtsbier und dann war es das erstmal. Haut rein, bis dann. Ciao, euer Virologe.